Ja, ihr Lieben, ich bin fertig und jetzt geht's gleich los mit dem Event. Auf welchem Event bin ich denn eigentlich? Ich bin bei Jules B eingeladen. Habt ihr schon mal was von virtueller Realität gehört? VR-Technik oder vielleicht in Science-Fiction-Filmen so gesehen, wie Leute irgendwie so Brillen anhaben und also Tracker-Sachen an den Händen und dann gehen sie durch fremde Welten und erleben hinter ihrer Brille sozusagen was ganz, ganz Neues. Ja, das ist Entertainment der Zukunft, die heute schon existiert. Und genau da bin ich jetzt eingeladen und ich freue mich riesig, dass ich das heute erleben darf. Ich habe halt schon gehört, dass ich gleich einen Helm aufgezogen bekomme und einen Rucksack und diese Handtracker und Fußtracker. Und dieses Highlight gibt es im Europapark seit dem 17.09.2020. Es ist also brandneu. In die Videobeschreibung packe ich euch mal den Link. Dort könnt ihr Online-Tickets bestellen. Und das Tolle ist, ihr müsst das gar nicht nur alleine erleben, ihr könnt mit bis zu 4 Personen gemeinsam durch fremde Welten streifen. Gigantisch. Ich habe ja meinen Mann dabei und ich bin gespannt, was wir nachher gemeinsam erleben werden und werde euch über diesen Abend ein Feedback geben. Und schon befinden wir uns in der Halle von Jules B, dem neuen Highlight des Europaparks. Ihr findet die Halle direkt neben dem Hotel Kronasar. Hier seht ihr schon einen Teil der Ausrüstung. Das sind sogenannte Handtracker, die ihr anlegen müsst. Ein Team wird euch beim Anziehen gerne behilflich sein. Jetzt seht ihr die Fußtracker. Wenn ihr Wertsachen habt, könnt ihr die Wertsachen sicher in einem Schließfach unterbringen. Kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Highlight. Der Helm. Vorne seht ihr die blaue Brille, mit der ihr in die virtuelle Welt abtauchen könnt. An den Seiten befinden sich die Kopfhörer, die euch ein tolles Sounderlebnis garantieren. Hinten am Helm ist ein Schlauch befestigt, der mit einem Rucksack verbunden ist, den ihr auch noch aufziehen müsst. Damit seid ihr gerüstet, um in die virtuelle Welt abzutauchen. Wir haben uns für einen virtuellen Rundgang durch Volantica entschieden. 30 Minuten Abenteuer und Action sollte uns erwarten. Ihr könnt dieses Erlebnis mit bis zu 4 Personen teilen. Ein echtes Highlight im Europapark. Für alle Horrorfans gibt es noch Traumatica. Ich habe jetzt hier die Handtracker an. Hier ist mein Helm, den ich nachher noch anziehen werde. Und natürlich auch mit den Fußfesseln, die Fußtracker. Jawohl. Ja. Und so kann ich gleich abtauchen in die virtuelle Welt.
Ich komme mir so ein bisschen vor wie Lara Croft. Tomb Raider. Ja, alles in allem, wir sind ja jetzt gerade durch die virtuelle Welt gelaufen. War das wirklich eine krasse Erfahrung, die aber total Spaß gemacht hat. Man hatte sich relativ schnell an die Situation gewöhnt. Man hat halt die Helme aufgesetzt und war in einem neuen Raum sozusagen. Und dann sind wir durch eine Landschaft geschritten und wurden von einer Computerfigur, kann man sagen, geleitet. Wir haben auch Anweisungen bekommen. Wir haben tatsächlich zum Beispiel auch einen Gegenstand in die Hand genommen und haben den auch weitergetragen. Und es war etwas, das muss man wirklich mal erleben. Das ist ganz schwierig, es zu erklären. Aber man ist wirklich tief in diese Welt eingetaucht. Und für uns war es danach so ein bisschen so, wir waren so, mein Mann hat gesagt, so ein bisschen neben der Kappe. Ja, aber ein tolles, tolles Erlebnis. Sollte man unbedingt machen. Wir haben die Rolantica-Tour gemacht. Die hat ungefähr 30 Minuten gedauert. Starten wir im Europapark also in einen neuen Tag bei einem leckeren Frühstück. Heute frühstücken wir im Fine-Dining-Restaurant Tre Kronen mit exklusivem Blick in die Küche. Es gibt ein weiteres Restaurant, das Buba Svens, im Stil eines alten Bootshauses. Was ich besonders am Kronasar schätze, ist die Außenanlage. Hier könnt ihr in den wärmeren Sommermonaten draußen verweilen, essen, trinken und den Blick auf die Wasseranlage genießen. Quer gegenüber findet ihr übrigens das Rolantica, die Wasserwelt des Europaparks, mit vielen Rutschen, Wellenbad und tollen Becken. Wir sind in den Genuss gekommen, im Januar dieses Erlebnis zu genießen. Und ich kann euch nur sagen, auch das ist wieder eine Reise wert, um einmal in den Europapark zu kommen. Wenn ihr im Hotel Kronasar nächtigt, bringt euch ein Shuttle in den Park rüber. Zum Europapark gehören übrigens 6 Hotels und ein Campingplatz. Hier das Bell Rock. Über eine Brücke geht es von hier aus weiter zum Hotel Colosseum. Und von da sind es nur noch wenige Meter bis in den Park. Und schon sind wir im Park. Dieses Jahr zur Halloween-Zeit liegen sage und schreibe 180.000 Kürbisse im Park verteilt. Dazu 150 schaurig schöne Halloween-Figuren. Im Park gibt es 15 europäische Themenbereiche und insgesamt über 100 Attraktionen für Groß und Klein. Willkommen im Themenbereich Irland, die Welt der Kinder. Hier können vor allem die Kleinen Großes erleben. Thank you.
ihr wollt wissen, wie es ist zu fliegen, dann ist das Bulletarium im deutschen Themenbereich ein absolutes Muss. Außerdem könnt ihr in den verschiedenen Themenbereichen unheimlich viel entdecken. Ihr habt Lust auf Shoppen? Auch das könnt ihr in den verschiedenen Läden. Bella Italia. In diesem Themenbereich findet ihr diese wunderschöne Piazza und Restaurants und Cafés laden zum Verweilen ein. Ehrlich gesagt, einer meiner Lieblingsorte. Schwingen wir uns mit Leonardo da Vinci in die Lüfte. Hier könnt ihr kräftig in die Pedale treten, um das Fahrgeschäft ein Stückchen schneller zu machen. Und dabei könnt ihr eine wunderschöne Aussicht genießen. Im französischen Themenbereich findet ihr den Eurosat Cancan Coaster, mein persönliches Highlight, die Achterbahnfahrt im Dunkeln. Den Eingang findet ihr am Moulin Rouge. Bei einer Fahrt in der Schweizer Bobbahn rast ihr völlig führungsfrei durch einen Eiskanal. Übrigens gibt es in den Wartebereichen immer etwas zu entdecken und zu erleben. Das macht es vor allem den Kleinen etwas leichter, auf eine rasante Fahrt zu warten. Als bauliche Vorlage für den Schweizer Themenbereich diente das Schweizer Bergdorf Grimenz. Achterbahnfans kommen im Europapark auf jeden Fall auf ihre Kosten. Ob Silver Star, Blue Fire, Wotan oder Poseidon, um nur einige zu nennen, euch erwartet großer Nervenkitzel und viel Spaß. Wir steigen jetzt erstmal auf die Poseidon. Die Euromir ist ein Spinning Coaster mit dem Thema russische Raumfahrt. Aber aufgepasst! Die einzelnen Wagen drehen sich in sich. Es kann also gut sein, dass ihr auch mal rückwärts in die Tiefe rauscht. Neue Achterbahn für euch. Knapp geschafft mit 1,30. Wer es lieber etwas ruhiger mag, ist im Seehaus-Restaurant gut aufgehoben. Außerdem könnt ihr eine tolle Expeditionstour per Floß machen und den faszinierenden Kontinent Afrika erforschen. Im Grimms Märchenwald des Europapark können die kleinen Besucher auf den Spuren ihrer Lieblingsmärchen wandeln. Vielleicht kennt ihr ja den Film Arthur und die Minimäuse.
Im Europapark könnt ihr eine atemberaubende Themenfahrt durch das Königreich der Minimäus machen. Der Flug führt durch einen Indoor- und einen Outdoor-Bereich vorbei an zahlreichen Special Effects. Ausgezeichnet wurde das Fahrgeschäft mit dem TAA Award für das beste Fahrsystem. Auch in der Halle findet ihr nochmal tolle Fahrgeschäfte für die Kleinsten. Dabei könnt ihr dort verweilen und die zauberhafte Kulisse genießen. Insgesamt erwarten euch im Europapark über 100 Attraktionen, neben tollen Shows und Events, nicht zu vergessen die zauberhaften Themenhotels. Ja, wir haben den Park wirklich bis zur letzten Sekunde ausgekostet. Er schließt jetzt und für uns geht es wieder zurück nach Köln. Es war eine großartige Zeit hier. Alle Infos, weiteren Infos findet ihr noch in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal.